Also mir ist nicht ganz kühl. Zusammen mit seinen Freunden, David und Manuel, ist der Mick mitten im Wald. Rundum stehen Tannenbäume ganz eng beieinander. Ihre Äste sind ein Dickicht, wo man fast nicht durchkommt. Aber die drei kämpfen sich durch. Es heisst nämlich, irgendwo im Wald sind verlassene Hütte. In der Schule ist das auch immer erzählt worden. Und jemand hat behauptet, dass in dieser Hütte vor vielen Jahren ein Bankräuber seine Beute versteckt hat. Ist doch klar, dass die Buben neugierig geworden sind, oder? Oh, schaut, dort ist eine Hütte. Tatsächlich, eine Hütte mit ganz krummen Wänden und einem schiefen Dach. Es schmeckt nach feuchtem Moos und auch wenn es mitten am Tag ist, wirkt alles ziemlich düster, weil die Tannenbäume das Sonnenlicht nicht durchlassen. Hey Mick, hast du Schiss? Sicher nicht. Ich find's mega langweilig da. Gehen wir doch lieber gut shooten. Also bis vor ein paar Minuten bist du noch begeistert gewesen von der Schatzsuche. Komm jetzt, wir machen die Taschenlampen an und du suchst die Hütte, okay? Kommt rein, Taschenlampen an. Schaut mal, ob es in der Wand oder irgendwo am Boden kein Versteck gibt. Was ist? Nichts. Nur ein blödes Spinnennetz an dieser blöden Wand da. Warte nur, du doofe Wand. Da! Raus! Kommt raus! Das Dach stürzt ein! Ganz frustriert stehen die drei vor der eingestürzten Hütte. Der Mick ist hässig, dass er trotz seinem schlechten Gefühl mitgemacht hat. Sie kämpfen sich durchs Dickicht zurück auf den Waldweg, schleichen heim und reden fast kein Wort miteinander. Wo sie angekommen sind, winkt der Mick seinen Kollegen zu und geht schnurstracks heim. Er verzieht sich in seinen Lieblingsraum, in Estrich, und macht wie so manchmal die Schranktüren auf und holt aus dem Geheimfach die magische Kiste. Er sitzt auf dem Boden, macht die Kiste vorsichtig auf, steckt seine Hand rein und holt die nächstbeste Figur raus. Das kleine Mädchen sieht ja mega nett aus. Ja, wirklich. Die Figur hat blonde Haare, unschuldige blaue Augen, einen lustigen Body mit roten Pünktchen und ein rotes Stirnband. Das kann ja ein lustiges Abenteuer werden. Der Mick stellt die Figur auf die Kiste, macht die Augen zu und sagt die magischen Worte. Mira, Mura, Mania. Kaum hat der Mick das letzte Wort gesagt, passiert etwas Gespässiges. Wie aus dem Nichts tauchen farbige Lichter auf, wo der Mick kreisen und immer grösser und grösser werden, bis er von Kopf bis Fuß in dem farbigen Licht steht. Es ist wie wenn er mega schnell durch einen hellen Lichttunnel fliegen will. Genauso schnell wie die Lichter gekommen sind, sind sie auch wieder verschwunden. Der Mick macht seine Augen auf und ist ganz überrascht. Hey, das schaukelt aber ganz schön. Ah, ich bin auf einem Schiff. Und dort am Steuer steht ja auch schon das kleine blonde Mädchen. Die sieht aber irgendwie doch nicht so brav aus. Hey, hör mal draus! Hä? Nein, ich heiße Mick. Ist doch nur ein Witz. Ich, Captain Vivi. Du bist der Captain von dem Schiff? Nein, ist auch nur ein Witz. Ich heiße Vivi. Hoi Vivi, wo sind wir denn da? Das schaukelt ja mega stark. Ja nu, wir fahren gerade übers Höllenmeer. Wie bitte? Ist nur ein Witz. Es hat einfach gerade höllisch höheren Wellengang. Und warum fahrst du denn da trotzdem rum? Ja, weil ich denke, es Lust drauf habe. Aha, also mir wird langsam schlecht. Nur keine Angst, wir sind gerade da. Dort hinten ist die Geisterinsel. Ich hoffe, das ist jetzt auch nur ein Witz. Und die Insel heisst anders. Nein, tut mir leid. Was willst du denn auf dieser Insel? Den Piratenschatz finden. Auf der Schatzkarte steht, dort ist einer. Schau. Da steht unter der Karte aber ganz gross Eigentum von Captain Hicks. Ja, das ist mein Papi. Ja, dann ist ja gut. Nein.
Das ist nur ein Witz. Der Captain Hicks ist ein ungefährlicher Pirat. Ich habe ihm die Schatzkarte geklaut. Was hast du? Bitte sag, dass das ein Witz ist. Nein. Der Hicks hat umgebracht, dass er einen ganz tollen Schatz versteckt hat und das niemand finden würde, weil seine Karte ja viel zu schwer zu entschlüsseln sei. Ich habe ihn gefragt, ob ich einmal schauen darf. Und dann? Dann hat er mir den Kopf tätschelt und gesagt, da kommst du sowieso nicht raus. So eine Piratenkarte ist nichts für süsse kleine Mädchen. Ah, ich hasse das. Wenn das jemand macht, tätscheln und mir süsses kleines Mädchen sagen. Und darum hast du mir die Karte geklaut? Genau. Ich kann ganz süß singen, wenn ich will. Ich habe einfach ein paar gute Nachtliedli gesungen, bis der Captain Hicks eingeschlafen ist. Dann habe ich mir seine Karte und sein Schiff. Sein Piratenschiff? Du hast einem ungefährlichen Pirat seine Schatzkarte und sein Schiff geklaut. Bist du wahnsinnig? Vielleicht ein bisschen. Nein, ist nur ein Witz. Aber mega mutig, das bist du sicher. Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal. Aber schau, jetzt sind wir schon bei der Insel. Und vor lauter Plaudern hast du ganz vergessen, dass dir schlecht ist. Super, oder? Vivi, du bist wirklich eine Riesenkanone. Komm, wir schwimmen das Land. Der Mick schaut zu der Geisterinsel. Also so schrecklich sieht sie eigentlich gar nicht aus. Weißer Sandstrand, viele Palmen und ein felsiger Hügel. Oha. Der Mick kommt auch über Bord. Er schwimmt zum Strand, wo die Vivi schon ungeduldig wartet. Ein Liter schöpft in den Sand, aber die Vivi zerrt ihn schon am Arm. Oh, los, komm jetzt! Sag mal, bist du nicht kaputt vom Schwimmen? Ich bin nie müde. Das ist jetzt ein Witz, oder? Nein, Mick. Das ist meine Superkraft. Ich habe unendlich viel Energie. Ich muss nie schlafen oder ausruhen. So, und jetzt los. Wir müssen die Karte studieren. Ich muss die Insel von weiter oben sehen. Ich kletter einfach auf die Palme dort. Vivi, die ist mega hoch. Mach das gescheiden nicht. Keine Angst, Mick. Mir hat ein Affe das Klettern beigebracht. Wirklich? Nein, das ist nur ein Witz. Die Vivi geht von der Palme und rudert wild mit den Armen. Zum Glück hat der Mick aufgepasst und steht genau richtig. Er fängt sie auf, aber die Wucht vom Aufprall rührt beide rückwärts ins Sand. Vivi, du hättest dich richtig fest wehmachen können. Habe ich aber nicht. Danke, Mick. Jetzt weiss ich, wo wir her müssen. Und zwar... Also, jetzt vermisse ich dich. Oh, hallo, Captain Hicks. Der Captain Hicks sieht fürchig aus. Riesengross, mit einer Augenklappe, einem buschigen Bart und einem bösen Gesicht. Und mit einem Säbel in der Hand. Er schaut den Mick böse an. So, so. Du hilfst dem hinterlistigen kleinen Mädchen meinen Schatz also, stellen. Eigentlich... Also stellen kann ich ganz alleine, du Hicksiot. Ich bin nämlich kein dummes kleines Mädchen. Stimmt. Das bist du nicht. Aber die bin, du hast meine Karte und mein Schiff geklaut. Ich musste von meinem Freund das Schiff auslehnen, damit ich dich verfolgen konnte. Aber jetzt habe ich dich. Dann zeig mal schön, was du kannst, du Hicksomar. Warte noch. Mist, ich merke genau, dass da etwas schief geht. Ich muss etwas machen. Der Mick buckt sich und nimmt eine Handvoll Sand. Bevor er den Sand am Captain Hicks ins Gesicht schleudert, flüstert er der Vivi zu. Du rennst jetzt mit mir weg, verstanden? Warte! Meine Augen! Ich sehe nichts mehr! Während der Captain Hicks umetäubelt und in seinen Augen reibt, packt der Mick die Vivi an der Hand und zieht sie mit. Sie rennt zwar mit, aber maulet um. Hey, ich bin mit dem blöden Pirat schon fertig geworden. Und wenn nicht? Los, wir rennen zum Schiff zurück und hauen ab. Was? Nein, ich will den Schatz finden. Ich weiss, wo wir hin müssen. Dort hinten bei diesem felsigen Hügel müsste eine Höhle sein. Die Vivi reißt sich los, rennt zu der Höhle und verschwindet drin. Der Mick geht hinten rein. Vivi, wo bist du? Da, Mick. Da ist ein Tunnel. Also gut. Gehen wir mal in das Tunnel. Oh, ist das dunkel.
Moment, ich habe ja noch meine Taschenlampen im Hosensack. Vivi, mach langsam, das ist gefährlich. Ach was? Ich renne so schnell ich will. Ich hüpfe sogar. Bist doch nicht so ein... Au! Vivi? Mist, da ist etwas passiert. Vivi, hast du den Weg gemacht? Ja, ich habe ein riesiges Loch im Kopf. Oh! Nur ein Witz, du Totsch. Ich habe nur beim Hüpfen den Kopf an der Decke angeschlagen. Oh nein, das ist sicher der Captain Hicks. Ganz genau. Ich bin's. Ihr seid ja schön blöd. Einfach in den Geistertunnel hineingelaufen. Da hausen Geister von uralten Piraten und nehmen jeden gefangen, der ihnen in die Quere kommt. Und ihr kennt den Kettrick nicht, um sie zu verscheuchen. Hören dann. Sie kommen schon. Vivi, lass mich reden. Wenn du wieder so frech bist, hilft uns der Hick sicher nicht, dass wir heil da rauskommen. Ich möchte mich bei Ihnen für den Sandangriff entschuldigen. Können Sie uns echt helfen? Können Sie uns da rausbringen? Da ist einer plötzlich ganz lieb. Wenn sich die Vivi auch entschuldigt und ich meine Karte und mein Schiff wieder überkomme, dann bring ich euch gesund wieder raus. Also, ich... Was ist denn? Vivi, was steht da nicht so rum? Hast du Angst vor Geistern, hä? Komm, sag dem lieben Captain Hicks Entschuldigung. Dann bring ich dich raus. Die Vivi beißt sich auf die Lippen. Der Mick weiss genau, was jetzt kommt. Und will das Maul zuheben. Aber schon zu spät. Hey, Captain Ixiot, ich habe weder Angst vor Geistern noch vor dir. Hau ab, ich komme da schon allein raus. Dann lass ich euch da. Die Geister sind schon unterwegs. Der Anblick von diesen Geistern lässt uns Blut in den Adern flühen. So ist es mir und zu einem Piraten gegangen. Ich bin so verschrocken, dass ich den Gitzki bekommen. Die Vivi macht schon wieder das Maul auf. Aber das Mal hebt der Mick seine Hand davor. Mach's nicht noch schlimmer, falls es überhaupt noch geht. Egal, lieber. Mein Schiff kann ich mir auch so schnappen. Und der Schatz, den findet ihr sowieso nicht. Findet ihr sowieso nicht. Bist wahnsinnig! Wir hätten uns nur müssen entschuldigen. Wir finden eine andere Lösung. Mist, wir stecken in der Falle. Schade. Ich glaube, der Schatz ist nicht weit weg. Zeig mal die Karte. Du, mit der Taschenlampe tauchen ein paar Buchstaben auf. Das muss eine Geheimschrift sein. Da steht Geister weg, Klopf SOS. Schnell, langsam, schnell. Nicht falsch. Aha. Einfach nur klopfen. Das hätte der Captain Nix vermutlich machen müssen, um seinen Schatz zu verstecken. Ich klopfe ein bisschen rum. Nein, Vivi, das steht nicht falsch. Vielleicht passiert etwas Schlimmes, wenn man falsch klopft. Jetzt machen wir mal, was ich sage. Also, Klopf SOS bedeutet vermutlich, dass man das SOS-Notsignal klopfen muss. Wie beim Morse. Das habe ich vom Papi gelernt. Hoffentlich habe ich es noch richtig in Erinnerung. Es hat geklappt. Los, komm, wir rennen raus. Aber der Schatz... Hör auf mit dem Schatz. Wer weiß, wie lange Geister wegbleiben. Was für ein Abenteuer. Ich will nur noch ein Bett. Oh ja, ich bin auch müde. Wirklich? Ich habe gedacht, ach was, ist nur ein Witz gewesen. Genau. Ich baue ein paar Sandburgen, bis mich ein Schiff mitnimmt. Mach's gut, Mick. Tschüss. Der Mick sitzt im Sand und macht die Augen zu. Dann sagt er... Mira, Mura, Mania. Wie
Wie aus dem Nichts tauchen wieder farbige Lichter auf, die um den Mick kreisen und immer grösser und grösser werden, bis er von Kopf bis Fuß in dem farbigen Licht steht. Es ist wie wenn er mega schnell durch einen hellen Lichttunnel fliegen würde. Genauso schnell wie die Lichter gekommen sind, sind sie auch wieder verschwunden. Der Mick macht die Augen auf. Er ist wieder auf dem Estrich. Er nimmt die Vivi-Figur ab der Kiste und muss grinsen. Du siehst zwar harmlos aus, aber du bist das frechste Mädchen, das ich kenne. Und hast mehr Energie als alle anderen, die ich kenne. Ein richtiges Fegnest. Der Mick versorgt die Figur in der Kiste und geht wieder rüberrunter. Also, eins weiss ich nach dem Tag. Ich höre ab jetzt viel mehr auf das, was mein Bauch sagt. Und genau das macht der Mick jetzt. Er geht in die Küche. Sein Magen knurrt nämlich wie verrückt.